So, meine lieben Pizza-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Pizza-Kadaver. Heute spielen wir wieder eine Runde meine Karriere mit Xavier Junior. Ich spiele das jetzt zum vierten Mal. Zwei Runden wurden schon auf YouTube hochgeladen. Flo hat mal endlich was getan. Die erste war ein bisschen irrelevant, denn da hatte ich nur meine Einführung im WWE Performance Center. Und ich hatte jetzt in der letzten Episode meine Fehde mit Tyler Breeze abgeschossen, indem er mich mit einem Stuhl bei NXT TakeOver attackierte. Mal schauen, was meine nächste Fehde wird. Ich hoffe, mit einem coolen Wrestler. Ja, genau, ich schätze mal. Jo, vielleicht mit Hideo Itami, wer weiß. Also jetzt erstmal das Match hier gegen Jack Swagger. Mal schauen, ob eingegriffen wird von meinem neuen Fädengegner dann. Und ja, sehr schön. Weiß ich wenigstens. Also jetzt Eingriff. Sage ich euch schon mal, denn ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich das jetzt wusste, dann schaut euch gerne die Videos davor an. Da erkläre ich es euch. So, mal schauen, wenn man neuer Fäden. Gegner wird. Ich denke mal hier Deo Itami, weil ich gerade mit dem nicht so gute Beziehung habe. Aber am meisten würde ich Sami Zayn feiern, nicht feuern. Das wäre schon sehr nice. Na komm schon. So, also jetzt kommt meine Einlaufmusik. Erstmal NXT ist in Hershey. SPA. Na, keine Ahnung. Und ich sag's ja mir selber. Oh, Kevin Owens, der dich als zweiter Rutz getötet. Kevin Owens ist jetzt mein Fegengegner. Geile Sache. Endlich mal ein guter Wrestler. Na gut, Tyler Breeze ist auch ein sehr guter Wrestler, aber ist nicht so talentiert wie Owens. Kevin Owens ist schon sehr, sehr geil. One mistake, one moment of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. Jetzt gehe ich mal auf die Second Rope, damit ich den gleich attackieren kann. Na komm schon. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ich gewinne jetzt den Brawl. Ja, nice. Und Irish Whip in die Ringecke. Und oh, schöner Vorarm. Und gleich hinterher gibt's den. Oh, was für ein schöner Suplex. Kann man das sagen? Package Suplex? Gibt's das? Ich glaube, es war irgendwie so eine Art Package Piledriver halt, nur dass es ein Suplex war. Also Package Suplex würde ich mal sagen, ne? Ja, und der Brawl ist beendet. Ich habe ihn wieder gewonnen. Also Kevin Owens jetzt mein Rivale. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich denke mal, wenn ich jetzt gegen den Fehde gewinne, dann werde ich ihn auch überholen. Dings. Also werde ich besserer Contender sein, sage ich mal. Als vielleicht zweiter Contender oder so. Welcome back to the show. This is my guest tonight. Zack Sabre Jr. Let's talk about Kevin Owens. He ambushed you tonight during your own match. Have anything to share on that? Er muss gesperrt werden. Ich will ein Match sofort. We don't gotta wait till the pay-per-view. Let's do this next week. Triple H, set that match up. And if you don't, you know what's going to happen, and you know you won't like it. Na, ist das jetzt Triple H erwähnt wird? You two have been clashing a lot lately. Is this turning into a rivalry for you? Hey, wir sind erstmal aneinander geraten, aber okay, na dann. He's trying to start a war, hey, that he can't finish. Aggressiv. That's fine. So ein Blödsinn. I'm up for the challenge. I just hope he's ready for the fight of his life. This is not just a rivalry for me. He is standing between me and what I want. And he'll soon regret that.
Thanks for the time. Back to you. Ha! Da war ich das wirklich. Okay, das war jetzt ein bisschen nur geraten, denn ich glaube, Brandon Young hat 3 Endsprüche oder 4. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, Kevin Owens, mein Fädengegner. Mal schauen, wie das ausgeht. Ich dürfte Paige noch eingestellt haben als meine Managerin. Das wäre gut. Na, dürfte ja eigentlich nicht weggegangen sein. Hoffentlich. So, jetzt gibt's das Superstars-Match. Vielleicht gegen Owens? Ne, ich glaube aber nicht. Vielleicht ein Tag-Team-Match oder so. So, natürlich gewinnt Owens wieder. Was für ein Dankeball Main-Event von NXT. Ah ja. So, gegen wen geht's hier bei Superstars? Es ist... Achso, ja. Von mir aus. Es ist... Oh shit, Sami Zayn. Soll ich nicht? Sami Zayn. Oh shit, das ist nice. Ich guck nochmal auf Page, ob die eingestellt ist. Ja, sehr schön. Yes, nice. Ja, dann stelle ich hier jetzt mal irgendwas ein. Achso, Level 2 kann ich mir noch nicht leisten. Ich mach mal... Was soll ich machen? Was ist bei Techniker? Achso, nee. Wir machen mal ja Widerstand. Jupp. So, jetzt habe ich wieder schon Level 1. Das heißt, ich kann bei einem Finisher, wenn ich glaube ich unter 50% habe, dann kann ich Widerstand benutzen, aber nur einmal. Also ich muss wirklich einen Finish haben. So, das ist mein erstes Match hier mal gegen. Das wird, denke ich mal, sehr, sehr nice. Schade, dass... Das Witzige ist jetzt, kommen mit demselben Intro. Ich meine jetzt nicht den Theme-Song, sondern wie wir einfach von der reinkommen. Witzig. Das Blöde ist halt, also ein geiles Match werden 6 Sable Junior. Das wäre so ein Traum-Match. Das wäre wirklich so... ja, aber nur schade, hier das Match halt selbst zu worken. Und wer gewinnt? Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass es den Rosters gibt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. So kann man weitere Talente aus NXT mal pushen. Die Diven werden auch nur in einen Brand gesteckt. Das ist sehr, sehr schön. So, es ist in New Orleans, Los Angeles. Und es kommt hier erstmal Zack Sabre Jr. mit seiner Managerin Paige. From the United Kingdom, Zack Sabre! Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. I've heard some impressive crowd responses over the years, but the response this guy gets... Jetzt gibt's das gleich wieder. Also jetzt erstmal. Hey! Halt, der Entrance von Sami Zayn ist aber so nice, finde ich. So, und jetzt schauen wir uns Sami Zayns Physik so geil. Wirklich. Ich mach mal mit. Oh, 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 let's go. Da, 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 da. Da 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 da
Sehr, sehr schön. So, mal schauen, wer es hier gewinnen wird. Auf jeden Fall eine sehr interessante Ansetzung hier. Und los geht's. Erstmal hier der schöne Vorarm vom Briten gegen den Kanadier. Da ist jetzt kein Ami im Ring. Und da geht's den. Ah, schöner Suplex hier. Und er nimmt ihn hoch. Irish Rip, Zane nach draußen und Sabre Junior. Haut ihn mit dem Kopf nach draußen. Schöne Aktion hier. There's no quit in these guys, but unfortunately only one of them can be victorious here tonight. Let's talk briefly about Sami Zayn. Was macht er? Er geht wieder rein. Sami Junior geht auf die Second Rope und oh, Botch. Das war ein wunderschöner Botch. Seltwahnsinn sind Botch. Oh shit, da hat er den hier Slingshot gekontert mit einem Schlag. Der gute Sami und Chinbreaker. Wieder ein Konter und eine richtig schöne Konterschlacht hier und schon wieder Konter, wieder mit dem Chainbreaker. Oh, und Enzuigiri. Von Sami. Dessen ehemaliger Name El Generico ist. Und schon wieder Konter, Alter. Jetzt sind bei allen beiden die Konterbalken aufgebraucht. Triple Suplex auf den halben Boden. Ach, Scheiße. Also, wenn ihr mal richtig starkes Wrestling sehen wollt, dann zieht euch das finale Ladder Match von El Generico gegen Kevin Cena, also Sami Zayn gegen Kevin Owens bei Ring of Honor an. Das war so geil. Oh shit. Back Suplex. Vom Insani, vom Leader der Insaniacs. Alle zwippt er hier in den Ring und mit dem Elbow auf den Hals. Sami Jr. geht wieder rein und Sami kontert schon wieder. Da braucht er wirklich alle Konterbalken auf und jetzt konnte er nicht kontern. Denn er hat keinen Balken mehr. Sami Jr., was hat er vor? Oh! Package Suplex! Schöne Aktion hier. Und? Ja, jetzt kommt er erstmal hier. Wieder ein Schlag Suplex, also hier packt er wirklich die Suplex aus. Suplexes aus. Oder Suplexes. Das ist ja der Plural. Ah, und jetzt hier mit dem Tritt. Bearbeitet hier den Körper. Ganz stark. Zählt er ihn auf. Irish Rip in die Ringecke. Sami Zayn bleibt dort. Und ja, wieder der schöne Vorarm. Was hat Sami Junior vor, aber keine Ahnung, aber Zayn stößt ihn weg. Und jetzt zieht er ihn in die Mitte, will er ihn, er pinnt ihn, okay. Oh, okay, das war bitte jetzt, da ich nicht sofort ausgekickt bin. Ah, das sollte jetzt den Dropkick gegen den Hinterkopf geben, aber der Brite weicht aus und Vertical Suplex. Wunderschöne Aktion. Und jetzt stehen beide so ganz gemächlich auf. Zayn zuerst und Irish Rip in die Ringecke. Oh shit, das sah ja ein bisschen aus wie der Helluva Kick halt nur aus dem Stand und Zayn kommt dann schon wieder. Und Vertical Suplex von Zayn. Die verlangen sich hier gegenseitig alles ab vom anderen. Kickout bei 0 von Sabre Junior. Da gibt's die Elbows hier auf den Kopf. Und er und Zayn zieht ihn in die Mitte. Was hat er vor? Ah, nie auf den Kopf. Technisch nicht so anspruchsvoll, aber vielleicht das jetzt. Geht auf die Top Rope und oh, was für ein schöner Splash hier. Zählt den auf und Blue Thunderbomb! Das war sein Signature! Blue Thunderbomb! Das ist so viel mehr. Hä? Nein! What the f-